So, neues Glück, neue Strecke, neues Dings. Werden alle nach Wien? Nach Wien? Wird man nehmen? Wenn ich's Bild? Traktoren liefern wir hier. Und für unseren LS. So, starten wir. So, hinter uns. Gut, wir haben zwei Traktoren an Bord. Offroad. Sagen, da wird ja hoffentlich nichts kommen. Aber man weiß ja nie, was kommen könnte. Nichts passiert, alles gut. Tech müssen wir wirklich aufpassen hier. Ja, boah, das holt aus. Ganz ruhig. Erste Fahrt war so gut. Oh, da hängt sich ganz schön rein. Ich glaube, der lenkt nämlich auch nicht mit, so wie der letzte. Hängt sich da ein bisschen mehr ran. Okay. Eieiei. Ganz ruhig. Wir müssen aufpassen, dass wir da keinen Schaden anbringen. Oder geht's Richtung Horn? Da wollen wir eigentlich nicht hin. Wo wollen wir eigentlich? War ja unsere. Oops. Auch nach Wien. So. Einrennen und ruhig weiterfahren. Glaube ich, wieder langsamer fahren, weil sonst können wir wieder stoppen und schnell fahren. Richtung uns rechts halten. So. Eine neue Nachricht bekommen, aber die können wir ja dann, wenn wir dort sind, auch uns ansehen.
Bratislava, Hainburg, Groß-Enzersdorf. Gleich abbiegen. Nach rüber. Flughafenzentrum. Da kenne ich mich schon ein bisschen aus. So kenne ich mich jetzt schon hier aus. Also ich erkenne schon was von Wien. Gut. Ja, schon, aber ein Ränder, so, wir sind gleich in Knoten Spechert. Es wird Wird dann Richtung Vösendorf. Die Polizei. Aber wir fahren ja eh brav. Gleich wieder rüber als LKW und den anderen natürlich Platz. Ich muss sagen, für das, dass es nur eine Wien-Wien-Strecke war, war sie unlang, ey. Also da haben sie so viel getan, dass sie da auch die Ortschaften, also die Städte auch ausbauen. Kollege fährt geradeaus weiter, wir fahren nach rechts, Richtung Vösendorf. Feuerwehr. So, nach rechts geht's nach Stokes. Ich habe schon wieder nicht auf den hinteren geachtet. Yeah. Das ärgert mich so sehr, ich kann euch das gar nicht sagen. Weil ich so dumm, einfach dumm bin. So fahr.
Ich bin jetzt eben an vorher gewesen, aber. Ja, schön gefahren jetzt einmal. Über die Autobahn nämlich drüber, ich glaube, Vater. Gut, wo ist die Abfahrt von Stokes? Rechts. Auch gleich mehr Platz nehmen. Auch da beim Anfahren. So, da will die Traktoren dann nach hinten haben. Aber ich glaube, wir sind einfach eben lang und das ist unser Problem. Kann nicht ausgehen, nämlich auf der anderen Seite. So. Schon aus. Sehr schön. Perfekto. Einpacken wir gut. Packen wir sogar sehr gut. So, Auftragsangebot. Ja. Weiß nicht, was man will. Klagenfurt von Wien nach Klagenfurt Wien. Gut. Ja, machen wir Wien Klagenfurt. Motoröl. Unseren eigenen Ecke, wir haben dauert es noch ein bisschen. Oh. Jemand? Gut. Dann fahren wir mal auf nach Klagenfurt. Wir haben eine Runde im Wörthersee baden gehen. So soll es sein.
geht's dann? Da raus, ich glaube, da waren wir schon mal. Da der Rauer ging. Ich schon mal. Ich glaube, die gelben Straßen sind nämlich die, die immer schon gefahren. Schwäch hat. So, rauf auf die Autobahn. So, was vor uns haben wir? Ja, 9500 haben wir schon. Ich habe meine Mercedes ausgesucht, wie gesagt, der kostet 118.000. Plan ist es eigentlich, das selbst rauszufahren. Ich will aber jetzt eine andere Theorie durchgehen. Ich weiß nicht, ob man mehr bekommt, nämlich sogar, wenn man einen eigenen LKW hätte. Also wie da, die 5.000 nach Linz sind schon besser als 4.000 nach Klagenfurt. Das ist eine leichtere Strecke. Natürlich zahlen wir Benzin und so auch alles, das ist schon klar. Dennoch glaube ich, könnte sich das dann mehr rentieren. Schon wo wir sind auf jeden Fall. Jetzt sind wir beim letzten Mal gefahren. So, da sind wieder 80 erlaubt. Tempomat fahren. Und auf geht's jetzt nach Klagenfurt über Graz. Also im Normalfall würden wir über Graz fahren. Ich nehme an, das wird hier auch so sein. Das ist eine Kontrolle. Links fährt rechts. Nervös sind. Aber gut, auf geht's nach Klagenfurt.